Wie viel solltest du als Gründer, als Unternehmer, als erfolgreiche Führungskraft lesen? Darum geht es heute in diesem Video. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des X-Group-Instituts für Gründung, Finanzierung und Geschäftsentwicklung. Und jedes Jahr begleiten wir mehrere hundert Menschen dabei, ihren beruflichen Traum, ihre Selbstständigkeit zu verwirklichen. Und die große Frage, die stellt sich natürlich, soll ich lesen? Wie viel soll ich lesen? Macht Lesen überhaupt Sinn? Und da gibt es einige erfolgreiche Kennzahlen von erfolgreichen Unternehmern, die ich dir heute weitergeben kann. Hier nun die erste wichtige Information. Das längst totgeglaubte Buch wird heute noch zu 80% gelesen und gekauft und nur 20% sind E-Books. Und interessanterweise sind es gerade die Älteren, die immer mehr E-Books kaufen und lesen, weil sie dort die Schrift vergrößern können. Gerade die junge Generation, die liest noch viele Bücher. Und das hat auch der Facebook-Gründer Zuckerberg untersucht. Er hat festgestellt, dass erfolgreiche Menschen pro Jahr mindestens 24 Bücher lesen. Und dass Menschen, die nicht ganz so erfolgreich sind, maximal 12 Bücher lesen und die große Masse, wo in deren Leben nichts wirklich Neues passiert oder wo es wenig Fortschritt gibt, die lesen weniger als 6 Bücher. Der Microsoft-Gründer Bill Gates hingegen macht mindestens einmal im Jahr eine Denkwoche. Das bedeutet, er nimmt sich 7 Tage eine Auszeit, Urlaub, wo er ungestört ist und liest dann in dieser Woche 112 Bücher. Was sind nun die Gründe dafür, dass es sich lohnt, so viel Zeit zu investieren, pro Jahr mindestens 24 Bücher zu lesen oder gar wie Bill Gates 7 Tage sich Auszeit zu nehmen und 112 Bücher zu lesen? Nun, die Antwort ist klar. Das erste ist, du ersparst natürlich Zeit für Erfahrungsumwege. Aber viel wichtiger ist, dass du Ideen von anderen Menschen bekommst, die dein Leben, die deine Lebensbereiche, die dein Unternehmen, deine Persönlichkeit, deine Beziehung verbessert. Wenn nur eine einzige gute Idee gefunden hast, die vielleicht deinen unternehmerischen Erfolg verdoppelt, die Qualität deiner Beziehung verdoppelt, die dein Einkommen verdoppelt. Frage an dich, lohnt sich das, diese Woche oder diese 24 Bücher zu lesen? Lohnt sich das für den Rest deines Lebens, wenn du nur diese eine gute Idee gehabt hättest? Entscheide du selbst. Der zweite Vorteil ist, wenn du regelmäßig liest, dass du neue Software installierst. Nun, was meine ich damit? Wenn du auf die Welt kommst, dann ist deine Festplatte relativ leer. Und wenn du dir einen Computer kaufst und der ist auch relativ leer und da ist kein Word-Programm installiert, dann wird es schwierig sein, einen Geschäftsbrief zu schreiben. Genauso schwierig wird es sein, eine Kalkulation zu machen, wenn du nicht Excel hast oder eine Präsentation, wenn du nicht PowerPoint hast. Das bedeutet, durch Lesen kannst du dir neue Software installieren. Und diese Software, die steht dann den Rest deines Lebens zur Verfügung. Und natürlich wird diese Software deinen unternehmerischen Erfolg vergrößern, deinen Beziehungserfolg und natürlich auch deinen finanziellen Erfolg. Vielleicht kennst du das Zitat, wo jemand gesagt hat, dass durch Nachdenken das vielleicht die edelste Art ist, weise zu werden. Und dass es die schmerzvollste ist, wenn du selbst alle Fehler machst und dass es die klügste Art ist, wenn du von anderen Menschen lernst, welche Fehler du nicht machen solltest. Und das kannst du durch Bücher. Du liest durch in Bücher Geschichten, Anekdoten, Biografien und daraus kannst du dann Fehler lernen, die du selbst vermeiden kannst. Das bedeutet, lohnt es sich für dich, durch jedes Buch vielleicht nur einen einzigen Fehler zu lernen, den du in deinem Leben dann ersparst? Entscheide du selbst. Wie solltest du nun die Lesearbeit gestalten? Ich werde dazu ein separates Video machen, das heißt die Bildtextmethode, wie du das Maximum aus dem Inhalt eines Buches für dich gewinnst und vor allen Dingen installierst und umsetzt. Ein paar Tipps aber heute schon. Das Entscheidendste ist, dass du dir angewöhnst, täglich zu lesen. Denn die Forscher haben festgestellt, wenn du jeden Tag vielleicht nur 15 Minuten oder 30 Minuten dich mit einem Verhalten, mit einer Routineaufgabe befasst, dass du wesentlich erfolgreicher bist, als wenn du nur einen Tag im Jahr liest. Und deshalb lade ich dich ein, eine neue Erfolgsroutine zu installieren, dass du jeden Tag mindestens 15 oder 30 oder 45 oder 60 Minuten investierst, um zu lesen und dann den gesamten Tag darüber nachzudenken, wie du die neue Software, die du gelernt hast, bei dir in deinem Alltag integrierst. Was könnte nun der nächste Schritt sein? Nun, damit du 112 Bücher oder 24 Bücher wie Zuckerberg erstmal lesen kannst, brauchst du erstmal eine Auswahl, eine Liste von Büchern, wo du sagst, das lohnt sich dort Zeit und Geld zu investieren. Das heißt, erstelle noch heute eine Liste, zum Beispiel von den Soft Skills, Kommunikation, Präsenz, aktives Zuhören oder beispielsweise Finanz- oder Psychologiebücher, Marketingbücher, also all das, was dir in deiner Branche hilft, erfolgreich zu werden. Und dann machst du als zweites einen kleinen Leseplan. Da
Das heißt, du nimmst dir eine gewisse Zeit, vielleicht eine Woche oder einen Monat für ein Buch, oder wenn du 24 Bücher im Jahr lesen willst, dann 2 Bücher pro Monat, und dann bestellst du die Bücher und fügst in deinem Kalender die entsprechenden Lesezeitfenster ein. Zum Abschluss noch ein Zitat von einem der erfolgreichsten Trainer auf der Welt. Brian Tracy hat gesagt: Nimm all dein Geld und nimm all dein Gold und investier es in dein Unterbewusstsein, in dein Gehirn, in deine Fähigkeiten. Denn dann wird dein Gehirn immer wieder Geld und Gold produzieren. Wenn du dir bei deiner Gründung, deiner Persönlichkeitsentwicklung, bei der Auswahl von Lektüre, die für Gründer relevant sind, Unterstützung wünschst, dann kannst du gerne unseren Gutschein nehmen für ein kostenfreies Erstgespräch. Gerne aber kannst du auch jetzt mit Daumen hoch das Video bewerten, den Kanal abonnieren oder uns weiterempfehlen. Und ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du unser Video zu Ende geschaut hast. Und gerne kannst du unseren Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Den Termin kannst du vereinbaren, entweder über unsere Webseite oder über unsere Hotline. Dann kannst du auf über 40 Experten von uns zurückgreifen, die bundesweit beraten. Und weil wir zertifiziert sind, kriegst du die Beratung auch noch bezuschusst. Und zwar von 50% bis 100%. Jetzt kannst du unseren Kanal abonnieren oder uns weiterempfehlen. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer.